Heimspiel für Arminia Bielefeld, aber der VfB wissen, niemand konnte viel über diesen Gegner sagen. Blaue Trikots, eine freundliche Gastmannschaft aus dem Siegerland, das war schon alles Wissen. Gut, dass Arminia ein populäres Zugpferd aufbieten konnte. Ernst Middendorp wieder auf dem Trainerposten. 4 Jahre lang hatte er auf eine neue Chance in Bielefeld gewartet. Und die hier auf ihn. Volle Tribünen auf der Alm, trotz des VfB Wissen. 8000 Zuschauer wollten Tore sehen. Sie mussten sich gedulden. Anspannung und Nervosität bei den Gastgebern, auch Ex-Profi Thomas von Hesen brauchte eine längere Orientierungsphase. Dann aber Fußballmarke Middendorp. Jörg Bode über rechts, Querpass auf Peter Hopday, 1:0 für Arminia. Das ging so schnell, dass keiner folgen konnte. Die Gäste ohnehin meist in der Verfolgerrolle verloren dann auch noch ihren Spielmacher. Foul von Henry Aqua an Thomas von Hesen, die Folge Platzverweis. In Unterzahl erlebte Wissen diesen Eckball von Jörg Bode und das 2:0. Torschütze Mittelstürmer Markus Buckel. Ganz aus dem Häuschen Bielefelds Fans. Jetzt gab es endlich die heiß ersehnten Treffer. Hier gleich noch einer, das 3:0. Schütze wieder Peter Hopday. Gleich noch einmal, weil es das letzte Tor war. 3:0 das Endergebnis auf der Alm, aber Ernst Middendorp will mehr. Die Ballzirkulation muss schneller werden, das müssen wir über 90 Minuten hinkriegen. Wir müssen uns mit diesem Geschlabber in den letzten 20 Minuten nach dem 3:0 dürfen uns nicht zufrieden geben. Da müssen wir einfach sagen, da müssen mehr Tore her. Die Chancen waren da, zum Teil leichtfertig, zum Teil zu verspielt. Also ich denke, wir haben noch einiges zu tun. Verbeugung vor den Fans, am Ende herrschte Erleichterung bei allen Arminen. Das nach einem leichten Sieg über einen Gegner, von dem die Gastgeber nach diesen 90 Minuten auch nicht viel mehr wissen als vor dem Anpfiff.